Dann legen wir los. Wie viele Kühe hast du gestern gemolken? 58 Kühe. Wie war die erzeugte Milchmenge? 1056. Hast du noch was verdrängt? Ach so, ja. Würde ich sagen, 40 Liter sowas. Welchen Milchpreis bekommst du ungefähr netto inklusive Zuschläge? Netto sind ich bei 33,2. Eiweiß und Fettgehalt? Eiweiß ist bei 3,48 und Fett ist bei 4,5. Super. Also dann sind wir hier schon fertig. Wie sieht deine Futterration aus? Grassilage habe ich 800 Kilo genommen. Hast du einen Rest? Oder wie viel Prozent Rest hast du in der Regel? Ich würde sagen, so 4% müssten das sein. Also dann nehme ich jetzt einfach mal 0,96. Ja. Dann haben wir die 4% abgezogen. Ja, Trockensubstanzgehalt müsste bei 38% gewesen sein. Ja. Der Preis, diese Tonne, könnte ich so jetzt nicht sagen. Nehmen wir einfach den Wert, der da ist, erstmal. Ja, okay. Mais-Silage, wo bin ich da denn? Das sind 1700 Kilo, müsste das sein. Erstgehalt? Das ist 32%. Ja. Der Preis übernehmen wir erstmal so. Und den Preis mache ich rot, dann weißt du, dass du den ändern kannst. Ja, gut, wunderbar. Stroh? Ja, immer noch. Stroh habe ich momentan nicht drin, Wasser auch nicht. Ausgleichsfutter habe ich. Ja, das ist eine Soja-Raps-Mischung. Da sind dann 150 Kilo drin. Und die Mischung kostet, was war das, 33 Euro rundherum. Ja, so eine Kraftfutter. Warte mal, das sind dann 240 Kilo. Machst du Voll-TMR? Nee, über Kraftfutterstation ist das dann. Okay, dann machen wir da keine Futterreste. Ja. Wie ist da der Preis? 23,20. 23,20. Das Ausgleichsfutter, machst du das auch über Transponder? Nee, das geht über den Futtertisch. Okay. Dann ist das da richtig. Noch was? Im Prinzip Mineralfutter muss man da irgendwo kommen wahrscheinlich. Ja. Warte mal, wie kommt das denn hin? Das sind dann... Wir können noch rechnen. 58 ja, mal 200 Gramm. 300 Gramm? 180 Gramm sind das. Ja. Genau. Preis? Warte mal, Kilo kostet 1,20. Ja. Futterkalk? Nee, habe ich so nicht drin. Dann sind wir fertig. Ach so, wunderbar. Dann siehst du hier halt die Futteraufnahme. Aktuell auf Basis unserer Zahlen wären es 20 Kilo. Aha. Futtereffizienz sehr hoch, 1,55. Was heißt das jetzt genau, Futtereffizienz? Ist Futtereffizienz bedeutet, wie viel Kilo Milch geben deine Kühe pro Kilogramm Trockenmasse, das sie fressen? Ach so, okay. Ja. Ich sag mal so, als Zielwert wird im Schnitt so 1,4 genannt. Hängt natürlich davon ab, wie der durchschnittliche Laktationstag der Herde ist. Ja, richtig, gut. Hier siehst du dann deinen Milcherlös pro Kuh und Tag, deine Futterkosten pro Kuh und Tag. Das, was unter dem Strich übrig bleibt, deine Futterkosten pro Kilogramm Milch und dein Kraftfutteraufwand. Ja, das passt, glaube ich. Und hier muss man halt so ein bisschen mit berücksichtigen. Weißt du, das Grundfutter macht die Hälfte der Ration aus und wie wir das bewerten, spielt natürlich eine große Rolle. Ja, das ist klar. Da würde ich auch ich mache auch BZA, bloß ja dieses Jahr noch nicht aktuell und
So aus dem Genau. Stegreif wusste ich die letztjährigen Daten auch gerade nicht. Ja, auf Basis, das kannst du dir dann in Ruhe raussuchen und dann dort eintragen. Und jetzt könnten wir hier unten nochmal eben schauen, wie weißt du, wie hoch die durchschnittlichen Laktationstage sind? Oh, ich habe just gerade hier trocken gestellt. Ich würde mal eher sagen, so Richtung 170 Tage, 175 oder so. Harnstoffgehalt? Die ist bei 210. Welches Futter fütterst du gerade? Erster Das ist Schnitt? ein zweiter Schnitt eigentlich mehr. Ja. Zellzahl? 95.000. Und Anzahl Fressplätze, Liegeplätze? Fressplätze sind 56 und Liegeplätze sind 60. Ja, super. Also das unten ist freiwillig. Das hat ja überhaupt nichts mit den Zahlen zu tun. Ich finde es nur spannend, wenn man halt dann im Nachhinein die Entwicklung sieht. So, und wenn du dann jetzt in 1 oder 2 Wochen das wieder eintippst, zack, dann hast du schon die erste Aussage und musst dann nur noch korrigieren. Also beim ersten Mal dauert es 10 oder 15 Minuten, das seht ihr ja. Beim zweiten Mal seid ihr nach 2 Minuten fertig. Ja, das ist ein schönes System. Echt? Du gehst dann hier hin und sagst dann, oh nee, okay, das waren nicht 794, das waren 820. Oder nee, der Möller hat die 4% abgezogen, das will ich nicht. Ich trage jetzt 820 ein. Wenn du irgendwann das Ergebnis hast für die Mais-Silage, dann trägst du das ein und es wird automatisch immer in der Zukunft korrigiert. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.